Hallo und herzlich willkommen, Skorpion, zu deinem Monatsreading für den September 2024. Wie immer schaue ich für dich hier in die Karten. Was sind deine Themen im September? Womit beschäftigst du dich? Welcher Wunsch geht vielleicht im September in Erfüllung? Danach schauen wir. Und wir fangen wie immer an mit den Dänemark-Karten auf deine Gedanken. Worüber machst du dir Gedanken? Was ist in deinem Unterbewusstsein los, was sich langsam im September vielleicht schon manifestiert? Und jetzt hätte ich gern vom Universum 2, 3 Karten aus diesem Dänemark-Deck. So, und da ist die erste schon rausgefallen. Eine Zusatzkarte, das Labyrinth in deinen Gedanken. Also Richtung suchend, eine Personenkarte ist hier gefallen und die Würfel, 2 Zusatzkarten haben wir hier. Es geht um eine Person, es geht um eine Chance, es geht darum, wie komme ich zu diesem Menschen hin. Interessant, das sind deine Gedanken. Jetzt legen wir natürlich gleich auf das Thema, was dich hier bewegt. Ja? Womit musst du dich im September auseinandersetzen? Was vielleicht auch zu diesen Gedanken führt. Aus dem Lenormand bitte für den Skorpion. Hätte ich gerne 3 Themenkarten für den September. Als Hauptthemenkarte die Fische. Okay. Ich lege natürlich gleich mit den Tarotkarten weiter. Aber hier siehst du, kristallisiert sich das hier schon raus. Es geht um eine Person, zu der du wirklich eine sehr tiefe Verbindung hast, zu der du dich verbunden fühlst. Mit dem Ring hier auch, symbolisiert neben den Fischen, nur unerreichbar. Einmal, wir haben 3 Zusatzkarten hier, die Brücke, die Würfel und das Labyrinth. Wie komme ich zu dieser Person hin? Die Würfel da zeigen auch immer die Chance. Du witterst da eine Chance. Dass ich mit dieser Person tatsächlich was sehr Verbindliches, sehr Tiefes, Emotionales, seelische Verbundenheit ergibt. Nur du weißt noch nicht, wie du an diesen Menschen herankommst. Vielleicht wohnt er auch woanders, ist weiter weg. Lass dich nicht täuschen, das kann hier auch ein Mann sein, weibliche Energie. Es geht um eine Person, es kann hier aber auch sein, dass du diese Chance hier wird das, weil diese Person schaut hier in die Würfel rein. Es geht definitiv aber um eine Person, sonst wäre hier keine Person aufgetaucht. So, wir legen weiter mit dem Tarot. Was sagt das Tarot noch dazu? Was für Informationen gibt uns das Tarot für die Skorpione im September? So, ich musste kurz für andere Lichtverhältnisse hier suchen. Die Sonne strahlte hier so ins Fenster bei mir und da musste ich mal eben die Jalousien etwas runterziehen. Ich hoffe, ihr könnt die Karten jetzt besser erkennen. So, aber jetzt geht's mit dem Tarot weiter. Was sagen die Tarotkarten noch dazu? Page der Kelche. Hier haben wir 2 Karten, große Arkanen, die hier noch gefallen sind. Der Magier, das Gericht und eine Page-Karte, und zwar die Page-Karte der Kelche. Hier geht es darum, dass man sich erstmal überhaupt klar wird, dass man sich einlassen möchte. Die Pagen zeigen immer die Anfänge an. Ja, der Startschuss sozusagen, der Beschluss, okay, ich möchte mich auf diesen Menschen einlassen. Du hast hier in diesem Becher einen Fisch, hier haben wir auch die Fische. Es geht hier um wahrhaftige Verbindlichkeiten zu diesem Menschen.
und was sehr Wahrhaftiges. Es kann auch immer mal sein, dass der Page anzeigt, dass man sich entschuldigt, ja, dass man erstmal wieder auf diese Menschen zugeht, was hier auch sehr gut sein kann, dass zwischen euch was war, weil wir hier so viele Unerreichbarkeitskarten, sage ich mal, haben, dass der ein oder der andere erstmal sich entschuldigen muss und überhaupt wieder einen Zugang zu diesen Menschen zu finden, dass der sich überhaupt euch gegenüber wieder öffnet. Das Gericht ist immer noch für mich der innere Weckruf, jetzt oder nie. Du hast im September das Gefühl, du musst es jetzt was tun, mit Biegen und Brechen auch, weil der Magier Zwillingskarte übrigens steht ja auch immer, also dem gelingt alles, aber der weiß, wie er die Mittel einsetzt. Also der Magier steht auch, wenn man es negativ sieht, für Manipulation, aber das ist so ein weiter Begriff. Wenn man was erreichen möchte, überlegt man sich natürlich schon, wie tue ich das, ja. Bei den Mitteln sollte es natürlich auch Grenzen geben, aber der Magier in der Negativenergie kennt die Grenzen nicht und dem ist es halt wichtig, dass er das bekommt, was er möchte und setzt da hier die Mittel zu ein. Also du überlegst hier schon sehr angestrengt, wie weit du hier gehen kannst, ja, um wieder an diese Menschen zu kommen, ja. Wie sind da deine Grenzen? Weil es scheint hier dieser Entschluss zu sagen, ich lasse mich überhaupt drauf ein, ist sehr groß, weil wir haben nun mal das Gericht hier, dass du der Meinung bist im September, jetzt oder nie, mit allen Mitteln. So kannst du dem Magier auch deuten. Mit allen Mitteln möchte ich wieder an diesen Menschen herankommen. Ich möchte wieder, dass der sich öffnet und ich bin auch bereit, mich da zu öffnen. Es kann hier auch gut sein, dass du dir sagst, okay, wenn dieser Mensch sich bei mir entschuldigt, dann ist hier alles möglich, dann werde ich auch wieder ein Stück auf den Menschen zukommen, ja. Wir schauen mal weiter, wie das hier weitergeht. Ich nehme hier nochmal kleine Tarotkarten. Was ist aus dem kleinen Tarot noch sozusagen? Ich hätte gern aus dem kleinen Tarot auch noch ein, zwei Karten. So, da sind zwei. Da haben wir die Gerechtigkeit, eine Waagekarte. Da geht es um den Ausgleich. Da geht es um, ich erhebe hier mein Schwert und sage die Wahrheit, sorge hier für Gerechtigkeit. Interessanterweise haben wir hier die fünf der Schwerter. Die 5 ist immer eine Entwicklungszahl auch. Und du siehst hier bei dem 5 der Schwerter, da ging es hier ganz schön zur Sache. Man hat sich überhaupt nicht, zumindest auf der kommunikativen Ebene, verstanden. Da gab es vielleicht auch böse Worte, vielleicht aber auch nur so, dass man so das Gefühl hatte, meine Worte kommen echt überhaupt nicht bei den Menschen an. Und du siehst hier, der eine geht hier frustriert in eine andere Richtung, hat die Schwert hier auch weggeschmissen. Das heißt hier, ich will auch nicht mehr drüber reden, es hat einfach keinen Sinn. Und dieser andere bleibt hier schon in seiner sehr aggressiven Haltung stehen. Ich habe hier meine Meinung und fertig. Also sehr viel Unverständnis hier. Der eine ging frustriert, der andere bleibt in einer sehr dominanten Haltung hier zurück. Das soll in den Ausgleich gebracht werden. Hier soll hier ganz ruhig dieses Schwert hochgehalten werden und so für einen Ausgleich gesorgt werden. Wieder in die Balance soll das kommen. Die Waage halt, die Gerechtigkeit. Das sind hier, ist eine Situation, die hier stattgefunden hat, nehme ich an. In welcher Position du dich hier befunden hast, das weißt du selbst. Ob du dieser Mensch
bist, der was in den Ausgleich bringen muss oder der andere, das weißt du selbst am besten. Es geht hier um die Situation. Es geht auch darum, dass du vielleicht sagst, ich fordere das ein, dann haben wir noch eine Chance. Da weißt du selbst am besten, wie die Situation tatsächlich war. Es wird hier nur angezeigt, dass das wieder aufgerollt wird und du dich damit im September beschäftigst. So, und jetzt schauen wir weiter mit den Lennon. Wie geht es denn weiter zwischen Skorpion und diesem Menschen? Da haben wir die Eulen. In diesem Deck sind die Vögel zweimal besetzt. Einmal die Vögel, einmal die Eulen. Ich sage das hier nicht, deswegen nehme ich dieses Deck sehr gerne. Weil man die Energien hier nochmal unterscheidet. Und jetzt möchte ich aber noch eine Karte. Und noch eine. Hat sich hier was gedreht? Muss mal schauen. Möchte ich das doch noch? Ja. Gut, die Eulen und die Mäuse. Und noch eine Personenkarte. Na, hier geht es um Weisheit, um Klugheit. Man möchte auch Besonnenheit hier reinbringen in die Situation. Ne? Den Eulen und die Gerechtigkeit. Es soll besonnen hier sein und nicht hier in so einer ganz niederen Frequenz. Wir haben hier, warte, wo ist das hier? Siehst du, siehst hier diese Person, schaut hier in die Würfel, in die Chance. Diese Person schaut auf die Distanz. Beide schauen in die gleiche Richtung aus dem Blatt heraus. Man trifft sich halt nicht, ja. Das kann für dich stehen, aber auch wieder für die andere Person, ja, weil ich tue mich hier schwer, ne? Also entweder bist du hier, dein anderer Mensch da oder umgekehrt. Ich glaube aber eher, dass du hier oben bist, weil du siehst hier die Chance. Ja, ich lege hier für dich, du siehst hier die Chance und dieser Mensch sieht hier die Distanz zwischen euch. Und im Rücken haben hier wir die Mäuse, für dies Zweifeln, ja, für dies Unwohlsein auch, dass ihr getrennt seid, auch dieses Fünf der Schwerter dürfen wir hier nicht vergessen, das macht ja auch was mit einem, so eine Energie, die versetzt einen ja auch hier in Angst etwas und die Mäuse stehen ja auch für Ängstlichkeit, ne? Für Verzweiflung auch, hier im Rücken dieser Person, schauend in die, wie erreiche ich diesen Menschen, die Brücke, also diese Brücke ist nicht mehr begehbar. So, ja. Wir legen mal weiter Tarotkarten. Ach, der Schwerter. Ja, auf diese Person gelegt, macht es hier echt Sinn. Das ist wirklich so, diese Energie. Man muss die Emotionen hier aushalten, man hat keine Wahl, man ist handlungsunfähig, weil man blind ist, gefesselt, von den Gedanken erschlagen und dieses Wasser steht hier für die Emotionen, wo dieser Mann, diese Frau sich, die sie aushalten muss einfach, ja. Dein Menschen geht es hier nicht gut. Ja, ich lege mich hier mal fest, dass das dein Mensch hier auch ist. Wie gesagt, sonst schau hier umgekehrt, aber ich gehe eher davon aus, dass das dein Mensch hier ist, der sich sehr unwohl fühlt, der dies auch aushalten muss, wahrscheinlich auch, weil er hier keine Chance sieht, so wie du. Und jetzt legen wir mal weiter. Ich möchte auch die Eulen hier, weil die da so hinten ein bisschen alleine stehen, unter dem Ring, auf der, sag ich mal, auf der positiven Seite. Und da haben wir auch schon eine positive Karte. Sechs der Stäbe, der Erfolg, das ist eine Erfolgskarte. Du glaubst an den Erfolg, du glaubst daran, dass man sich hier wieder einlassen kann, du glaubst daran, dass man hier die Wahrheit ans Licht bringt und für einen Ausgleich sorgen kann,
Und du glaubst daran auch, dass man, wenn man das klug angeht und weise und ruhig besonnen, dass diese Geschichte mit diesem Menschen Erfolg hat. Da lege ich noch weitere Karten. Eine Karte noch. Du siehst, ich möchte hier noch mal kurz darauf eingehen, ja, dass sind die Würfel, das ist die Chance, ja. Man kann sagen, das Glas ist halb voll, man kann sagen, das Glas ist halb leer. Du siehst hier eine Situation, es ist immer eine Betrachtungsweise. Ich möchte dich immer dazu ermutigen, das Glas halb voll zu sehen, nicht halb leer. Du siehst die Chance, dieser Mensch sieht die, ich muss das durchhalten, aushalten. Wir legen dann noch weitere Tarotkarten drauf, das möchte ich dir hier nur noch mit auf den Weg geben. Und der Magier, auch nochmal, ist ja die Manifestation auch. Ne? Wenn ich daran glaube, dann ist wie durch Zauberhand das auch die Realität. So, und jetzt fiel diese Karte hier ebenso einfach so raus. Ich habe nichts gemacht, habe die Karten hier gehalten und jetzt benutze ich zwei Decks, weil das oftmals resoniert. Und hier haben wir nochmal den Page der Kelche. Also dieses, es ist es wert hier. Wir haben hier diese seelische Verbindung. Ich lasse mich hier drauf ein. Auch wenn wir hier ganz von Anfang anfangen müssen. Ich lasse mich erstmal ein. Und es wird mit einer Entschuldigung, mit einem es tut mir leid, wie es gelaufen ist, anfangen. Und dann geht es weiter. Das ist der Startschuss. Das ist hier ganz entscheidend, ja. Dann haben wir nochmal den Stern. Der Stern steht für Heilung und für Klarheit und für Wunscherfüllung natürlich auch. Aber hier soll Klarheit herrschen und hier soll auch eine Heilung passieren. Was hier passiert ist, war nicht gut. Das ist dir bewusst, dein Gegenüber wahrscheinlich auch hier. Nun, wie kommt man wieder zueinander? Ich glaube, du setzt hier den Startschuss und dein Mensch wird hier auch froh sein, weil du in der Lage wahrscheinlich auch dazu bist, dass aus dieser Perspektive das Glas ist halb voll zu sehen. Wir müssen erstmal anfangen, ja, und hier für Klarheit sorgen. Finde ich eine gute Legung, finde ich sehr positiv und es passiert was im September. Und jetzt nehmen wir nochmal eine Orakelkarte aus diesem Deck dazu. Was gibt dieses Deck hier noch mit auf dem Weg? Da haben wir annehmen. Ist ein Schlüsselwort wahrscheinlich für dich im September, die Situation anzunehmen, wie sie ist und dann das Aufarbeiten und nicht Schuldzuweisung, nicht verdrängen, nicht hier. Es hat keinen Sinn, sondern ich nehme es an. Darauf kann ich aufbauen und zwar mit in kleinen Schritten. Auch der Page der Kirche steht auch erstmal fürs Annehmen, ja. Mensch, es ist hier was nicht gut gelaufen auf der emotionalen Ebene. Ich nehme das an und ich nehme vielleicht auch deine Entschuldigung hier an, ja. Skorpion, interessante Legung für euch im September. Ich schaue im Fortsatz für dich natürlich auf dein Gegenüber. Wie geht der denn damit um, wenn du auf ihn zukommst? Da schauen wir drauf mit Zeitkarte und Sternzeichen auch. Und bei privaten Legungen schreib mich an, sowie astrologische Beratungen. Schau mal auf meine Website und sonst schreib mich gerne auch an, wenn du was Bestimmtes möchtest. Ich habe meine Angebote ein bisschen geändert, das ist noch nicht auf meiner Website, aber da können wir da auch drüber sprechen, wenn du mich anschreibst, was du gerne möchtest, ja, können gerne Kombination machen mit Manifestationstechniken, mit astrologischer Beratung, das mache ich sehr oft bei meinen Kunden, dass ich einen Geburtsradix erstelle, daraufhin können wir schauen, in welche Richtung das geht für dich und plus noch einer Kartenlegung, das muss man dann gucken, was du gerne möchtest. Und da kannst du gern mit mir auch drüber sprechen. Da biete ich dir ein kostenloses Vorgespräch an, damit wir wissen, in welche Richtung das bei dir geht. So, ansonsten, falls wir uns nicht sehen, dann wünsche ich dir einen tollen September. Mach's gut, dein Löwenherz.